Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Die wir aus der Geheimeinrichtung geborgen haben, einen Satz von Koordinaten gewinnen. Und es scheint sich hierbei um eine weitere unidentifizierte Musst du jetzt anfangen zu reden? Oh, Beutezug. Setze Kurs auf Sektor 11, Westafrika. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringen Sie auf den Bildschirm. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Also, na. Fortsetzen, was kriegst du jetzt? Null Lanze. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Ja, Commander. Ich wollte es Shen gegenüber nicht zugeben, aber eine Sache vermisse ich noch mehr als meine Laborausrüstung. Die verdammte. Also das kann ich noch nicht erforschen. Ich weiß nicht. Heißt keine Forschung zurzeit. So, das kann ich überspringen. Avenger berechnet neuen Kurs. Ich muss da was machen. Da passt was nicht. Nein. Auf Ostasien. Ich wollte das jetzt nicht. Willkommen, Commander. Oh. Danke für den Spezialisten. Den habe ich jetzt eigentlich gar nicht gebraucht. Aber da muss ich was ändern. Ich muss doch definitiv was ändern. Das kann ich bei dem nicht so stehen lassen. Diese Frisur passt nicht. Wieso? Wieso wird bei der Frisur, bei meinen fortgefertigten Charakteren, immer die Frisuren verhunzt? Wieso? Und wieso kriegen sie immer ein Accessoire? Was ist denn da los? Moment, die Brille hatte er ja. Ich glaube, so eine Brille hatte er ja. Aber auf jeden Fall nicht diese Haare! Nein! Ich glaube, das war eher der Fall. Auf jeden Fall wurde da ziemlich was verhunzt. Oh!
Was nehme ich? Oh ja. Neue Befehle, Commander. Jetzt brauche ich nur noch die Strahlenpistole. Und dafür brauche ich 60 Vorräte. Ich frage mich, ob das früher auch so war. Immer in Bereitschaft für den nächsten Kampf zu sein. Sektorpode? Ja. Starte mal den Einsatz. Weil er springt ein bisschen an. Ah, danke, mein Deck ist wieder da. Ja, ich habe 4 Körnenspezialisten. Okay. 4 Stück. Ich habe den irgendwie übersehen. Nimm mal sie mit. Da nehme ich, glaube ich, meine Haupttruppe mit. Auf jeden Fall hole ich mir das immer manuell. Denn, ja, ich will nicht immer die ganzen Waffen immer austauschen müssen. Mein Spack ist immer noch verletzt. Okay. Ich muss ein bisschen umdenken. Nee, ich nehme, glaube ich, keinen zweiten Spezialisten. Oh, was sag ich? Ich nehme 2 Spezialisten mit. Ja. Du nimmst das mit.
Ja, was nehmt ihr denn noch so mit? Ich glaube, das ist eine gute Kombination. Und ich hoffe, dass es nicht mehr so... nicht so etwas passiert wie beim letzten Part, wo der gestorben ist, weil, ja, weil eine Viper eine Kamikaze-Aktion gemacht hat. Allerdings, ich hab's ja auch aufbeschworen. Ich hab sie erst gerufen. Die Aktion mit der Icarus-Rüstung war, glaube ich, keine gute Idee in diesem Moment. Das war sie nicht. Und jetzt wieder Ladezeit. Hier ist auf jeden Fall ein Sektorpode drin. Mit dem werde ich aber auch fertig. Stätte der Aliens und hat wohl etwas mit dem Zeug zu tun, das wir in der Geheimeinrichtung gefunden haben. Atlant und die Aliens werden nicht erfreut sein, uns zu sehen. Also rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Wir müssen herausfinden, was da drin vor sich geht. Für Avenger. Die Einrichtung ist in Reichweite. Untersuchen Sie sie. Oh ja, ist sie. Hä? Und los geht's. Wieso wurde das hier eingekreist? Oh nein, sollte ich nicht verwenden. Alles klar. Feindliche Ziele in Sicht. Oh hi, Archon. Bin unterwegs. Over now.
lasse ich mir nicht so sagen. Jetzt noch meine schwere Truppe. Wo packe ich dich hin? Heading there now. Bin dabei. Verstanden. Rücke aus. So, nimm das. Sie haben uns entdeckt. Nur 6 Schaden? Das hätte genervt, wenn das so weitergegangen wäre. Nimm das. Einfach mal erledigt. So, der ist weg. Also mit ihm kann ich ja noch mal eine kleine Erkundungstour machen, weil er ist nicht. Wie gesagt, sie ist nicht. Oh. Oh? Oh? Was ist das denn? Was ist das denn? Moving on target location. Oh, hi. Let's do this. On Overwatch. Tschüss, Codex. War das ein Sektepot oder 2? Prozent? It's still moving. Sperre Bereich ab.
Na? Wie ist er das so geleckt? Feindliches Ziel erledigt. Schon unterwegs. Er ist in Panik. Wo schießt du denn jetzt? Got it covered. Time to motor. Na los, zeig doch. Okay, 3 Schaden. Auf was hat er da... Auf was hat er geschossen? Nimm das. Bin dabei. So, du gehst da hin. Ich geh nochmal auf Nummer sicher. Verstanden. Erstmal muss der hier auch noch hinterherkommen. Ich musste ja nicht so viel schießen, wie eigentlich nötig, denn er ist brennend und stirbt deswegen jetzt. Das ist auf jeden Fall noch ein Mech. Closing on target position now. Bin dabei. Confirmed. Dagobert, du gehst dahin. Bestätigt. Here I come. Schon unterwegs. Gebe Feuerschutz. Overwatch. Affirmative. Covering eye. Auf jeden Fall aufpassen muss ich. Insektopode will ich nicht so einfach so aufwecken.
Ja, das ist die Einrichtung. Roger that. Looks like hostiles over here. Da ist der sechste Pode. Da ist er. Also bis hierhin ist ungefähr sicher. Schon unterwegs. Okay. Bin gleich da. Hä? Wieso hat er... Okay, das ist jetzt merkwürdig. Los, kommt schon! Da war doch ein... Jetzt kommt schon! Wechsle Position. Also, was tue ich jetzt? Das ist... Let's move already. Das ist auf jeden Fall ein bisschen wird. Stasis! Daneben. Am Ziel vorbeigeschossen.
Also, wie mache ich das jetzt? Zeit für einen Stromstoß. Ich glaube, das da ist ein guter Winkel. Oh ja. Komm schon. So schwer, Mech, stirb. Daneben! Adjusting sight. Funktioniert das? Okay, ich muss dich dann verwenden. Oh, ein Crit? So, und jetzt zu dir. He's keeping score. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie eigentlich geplant. Okay, das ist gut. I got your stuff here. Zu Befehl. Das sind keine Zivilisten. Das sind Edward-Einheiten. Ja, und dem Zustand des Objekts nach würde ich schätzen, dass es erst vor kurzem hergestellt wurde. Kein Wunder, dass es so viele von ihnen gibt. Ja, sie wurden hergestellt. Copy that. Bin schon dabei. So, alle hier auf Linie, würde ich mal sagen. Copy that. Bestätigt. Überwachung läuft. Mir entgeht nichts. Rücke vor. Irgendwas hat mich gerade aufgehört. Ich sehe Advent-Truppen. Oh, hi!
Oh, einfach mal so ein Crit. Okay, er brennt. Here I come. Disorienting. Ich würde mal sagen, Wahnsinn könnte vielleicht helfen. Zerborsten. Here I come. Na, daneben. Jo, 6 Schaden. So, das habe ich gewusst, dass der stirbt. Weil Feuer macht meistens mehr als nur einen Schaden. Haha, gut, dass ich das gemacht habe. Stepping off. Also du gehst erstmal nur dahin. Und lädst mal nach. Oh, hi! 5-4 Avenger. Ziel in Reichweite. Haben es mit Edwin zu tun. Wie mache ich das denn jetzt? Sehe ich diesen... Nein. Sehe ich nicht.
Da er hier. Moment. Ich muss ihn ein bisschen weiter weg. Tempo. Ein bisschen näher kommen lassen. Hätte mich fast verklickt. Can't hide from this one. Ja, kannst du nicht. Oh, der ist weg. Meine Waffe ist leer. Fire in the hole. Das wird zwar jetzt ein paar Runden meinen Weg blockieren, aber egal. Na komm! Na komm! Komm aus der Deckung raus! Ziel neutralisiert! That. Jawohl. Zu Befehl. Nachgeladen. Let's move already. Come get some. Feuerschutz. Let's do this. So, du holst ihn mal raus, was da drin ist. Ist das möglich? Das sieht aus wie... Vorsicht! Das Exemplar muss um jeden Preis unversehrt bleiben. Ja, das muss ich dringend rausbringen. Da hinten! Erlangung des Pakets bestätigt. Zur Evakuierungszone vorrücken. Mann, ist das ein weiter Weg. Los, los, los. Wobei sie eine ziemlich große Reichweite hat. Rücke aus. Los, los, los. Thank you.
can't they walk? Na, was war das denn? Let's move already. Solid copy. Feind ist in Bewegung. Feuerschutz! Oh, hi! Sie verlagern ihren Angriff! So, Icarus-Sprung! So, triff bitte. Natürlich triffst du nicht. Moment, ja, da war ja was. Kein Problem, Boss. Das war nichts. Hoher Munitionsverbrauch. Ja. Einen absetzen mal, würde ich mal sagen. Gently now. So, weg mit dir. Oder besser gesagt, ein bisschen mehr Schaden für dich. Der Schmerz ist gleich vorbei. So. Okay, er brennt. Er brennt. Minimaler Schaden. Okay.
8 Schaden? Okay, da kann der andere. Hey! So, alle können jetzt, glaube ich, entkommen. Solid copy. Let's do this. Here, have some. So, nimm das. Das lasse ich mir nicht zweimal. Ich will mal sagen, tschüss. Aber einen werde ich erledigen, und zwar den schweren Mac. Der Mac. Zielpaket ist gesichert. Heading home. Wir haben, was wir holen wollten. Raus aus dem Gebiet. Der Mac hat irgendeine komische Bewegung gemacht beim Sterben. Man sagt beim Umfallen. Gab's eigentlich von mir Verletzte? Ich glaube nicht. Nein, gab's glaube ich nicht. Ja, auf jeden Fall Stasis ist eine gute Fähigkeit von meiner Ziehtruppe. Denn damit kann man eine Runde einfach mal den Problemgegner außer Gefecht setzen. Und das ist manchmal Gold wert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Aliens nicht besonders glücklich darüber sind, Commander. Gut gemacht. Im Inneren des Anzugs haben wir etwas gefunden, das vielleicht der Prototyp für die scheinbar endlosen Truppen der Advent sein könnte. Selbst wenn ich all meine Bemühungen einzig und allein auf diese Forschung konzentriere, wird es einiges an Zeit und Ressourcen kosten, dieses Exemplar vollständig zu analysieren. Ihre Erkenntnisse bei der Schmiede sind beunruhigend, Commander. Wenn die Aliens ihre Advent-Truppen in Massen sammeln oder produzieren, wird es für uns viel schwieriger, sie zu besiegen. Untersuchen Sie das mit Ihrem Team weiter. Neues Ziel hinzugefügt. Oh ja. Ich habe unsere neuesten Einsatzziele aktualisiert, Commander. Also, da würde ich mal sagen, mache ich jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.